Zu viele Köche verderben den Brei. Dass dem nicht so ist, beweist ein Networking-Event der Extraklasse. Das erste Form-Media-Netzwerktreffen in Wien. Über 40 Persönlichkeiten der Medienbranche werden sich heute hier bei den Wiener Küchenstudios versammeln und heute plaudern, networken und kochen. Und wie sie sich dabei anstellen, das schauen wir uns jetzt an. Ich bin sehr gespannt, weil ich war noch nie auf einem Mediencooking-Event oder auf einem Koch-Event. Stimmt gar nicht. Ich revidiere, ich war schon auf einem Koch-Event, das ich selber moderiert habe. Aber ich war selber noch nie eingeladen, wo ich nach Möglichkeit mitkochen musste oder sollte. Also ich weiß noch nicht, ob mir das heute bevorsteht oder nicht. Man hat mir beim Eingang gesagt, es könnte sein, dass ich kochen soll oder muss. Schauen wir mal. Erst ist Salat mit Orangen und Currydressing. Dann gibt es Avocado und Steinpilzen mit Olivencreme, Olivenerdbeerencreme. Dann gibt es ein gefülltes Rindfilet mit Lade und Basilikum, mit Ofenkürbis und Zitronenschatten. Und als Dessert gibt es eine Schokoschokolade. Wenn ich Zeit habe und wenn ich wirklich Muße habe, dann glaube ich, kann ich ganz gut kochen. Ich habe zwei Sachen, die kann ich gut kochen. Das ist einerseits Chicken-Bäcker, Überbackene. Und ich kann, glaube ich, ganz gut ein Thai-Curry machen. Jetzt sagst du Schinkenflecken und Teighörer. Bist du nicht eigentlich Vegetarierin? Ja, also ich bin an und für sich, ich bin Flexitarier. Okay. Also ab und zu esse ich ganz gerne ein bisschen Fleisch und ab und zu esse ich auch ein bisschen Fisch. Aber generell schaue ich wirklich, dass ich vegetarisch mich ernähre. Ich bin so ein bisschen ein Tüftler, also ich koche überhaupt nicht nach Rezeptbuch. Und ich muss jetzt ja leider gestehen, dass die österreichische Küche mir ein bisschen für den indischen Gaumen ein wenig zu unspannend ist und ich sowieso immer am Nachwürzen und da noch ein bisschen Schärfe rein und da was anderes noch dazu, ein bisschen Curry und so weiter und tüffel da gerne zu Hause und entsteht meistens aus der Situation, dass ich Hunger habe, keine Lust habe, nochmal irgendwie was zu bestellen oder wohin zu gehen und gucke, was im Kühlschrank ist, der eigentlich nie gefüllt ist, sondern irgendwelche, genau, und dann bastel. Und das findet ganz großen Anklang immer bei meinen Freunden, wenn sie zufällig mit dabei sind. Von daher stelle ich mich auch gerne hin, weil man dann natürlich ein Selbstbewusstsein mit der Zeit irgendwie gewinnt und weiß, dass es gut ankommt. Ja, für mich ist es einerseits extrem nett, wenn ich wirklich uraltbekannte hier wieder treffe, weil die Medienbranche ist natürlich klein und wenn man öfters auch irgendwie schon Job gewechselt hat und so weiter, dann ist die Miriam von Servus TV war zum Beispiel schon lange nicht mehr gesehen. Übers Kochen ist natürlich eine sensationelle Idee, weil ich meine, das kennt jeder, dass er natürlich in der Küche steht. In der Küche treffen sich meistens alle bei irgendeinem Festen oder sonst irgendwas. Wenn du gemeinsam kochst, das ist ein gutes Thema, weil jeder kann über Ingredienzien sprechen, über Kochrezepte sprechen, ob er selber kocht oder nicht, was er gerne backt oder backt oder ja. Also an und für sich eine sehr lockere Atmosphäre hier auch und ich bin auch schon gespannt, weil wir jetzt gleich einen Saibling machen und ja, da werde ich heute wieder Flexitarier sein. Dieser Abend hat bewiesen, dass Networking-Events auch sehr viel Spaß machen können und nicht nur reines Geschäft sind. Für so ein erfolgreicher Start können wir noch viel, viel Glück für die Zukunft wünschen und jetzt Mahlzeit.